Es ist tatsächlich vorbei. Fireforce startete 2015 und endet nun Anfang 2022. Um genauer zu sein, an den 21. Februar 2022 kam das letzte Kapitel von Fireforce. Und verdammt, Atsushi Okubo brachte hier tatsächlich ein unglaubliches Ende. Ein Ende, mit dem ich so gar nicht gerechnet habe. Fireforce ist das Prequel zu Soul Eater. Aber bevor ich jetzt anfange, will ich noch etwas sagen. Es kommen hier nämlich 3 Fireforce-Videos mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit online. Ob es nun wirklich 3 sind, kann ich nicht sagen, kann auch nur bei 2 bleiben. Das weiß ich noch nicht genau. Das hier ist selbstverständlich Video Nummer 1, warum das Ende so gut ist, beziehungsweise Fire Force ist das Prequel zu Soul Eater. Ich kenne den Titel jetzt eh noch nicht. Video Nummer 2, eigentlich nicht wichtiges, aber ich möchte gern selbst darüber mal reden, weil ich immer noch ziemlich hyped deswegen war. Und es geht nämlich darum, dass es Asas bester Kampf in Fire Force, beziehungsweise wenn nicht sogar eines der absolut besten Kämpfe in der Manga-Geschichte, meiner Meinung nach. Und Video Nummer 3 allgemein, wie Shinra so diesen Kampf beendet hat, beziehungsweise wie dieser Arc, der letzte Arc, so von sich ging. So, ihr versteht, was ich meine. Natürlich kann ich nicht sagen, welches zuerst kommt, ist halt immer so an sich immer anders. Aber wenn ihr Bock habt, zeigt es gerne mit einem Daumen nach oben. Das würde auf jeden Fall sehr viel helfen und lasst es mich auch gerne in die Kommentare schreiben. Würde auf jeden Fall auch nochmal helfen. Aber bevor ich jetzt anfange, nochmal ganz klar, fett, Spoilerwarnung, ne? Wenn du noch nicht im Manga aktuell bist oder dir das nicht egal ist, wissen, was jetzt passiert, wie das alles geendet hat, so schau dir dieses Video natürlich nicht an. Nächste Manga zu Ende, warte bis der Anime in den nächsten 3-5 Jahren fertig ist, keine Ahnung, und dann guck dir dieses Video an. Aber wenn es dir egal ist und du willst es trotzdem anschauen, dann viel Spaß. Deshalb, Leute, let's go. Halten wir fest, der Mangaka Atsushi Okubo brachte früher seine beliebte Serie Soul Eater raus. Und wirklich, ihr müsst dieses Schmuckstück einmal lesen. Soul Eater hatte auch ein Anime, der bis heute noch richtig gut ist und den man auch eigentlich fortsetzen könnte. Aber darum geht es nicht. Wie sich eine Theorie nach meines Wissens aus Reddit nun als wahr befand, dort schrieb nämlich einer vor paar Jahren, dass er das Gefühl hätte, dass Fire Force und Soul Eater eine Art Verbindung haben. Also, dass Fire Force die Vorgeschichte zu Soul Eater ist. Und viele haben das eher als lächerlich angesehen. Natürlich haben die ihn jetzt nicht beleidigt oder so, aber ne, als so Quatsch, das ist doch nicht machbar und so weiter und so fort. Und ja, ich war auch so ein bisschen in der Situation, wo ich sagte, tatsächlich ist das ein bisschen schwachsinnig, so der Gedanke. Und nach der Zeit war das halt ein bisschen so, ja, man hat so ein paar kleine Sachen mitbekommen, die halt so da waren. Aber nur das war ja halt, hat ja keine Bedeutung zu einem Prequel gehabt. Tatsächlich waren halt eben so ein paar Sachen, die wir bekommen haben, die an Soul Eater gerichtet sein sollten. So eine Referenz, mehr ja nicht. Beispiel Kapitel 152, beziehungsweise Staffel 2, Folge 18 von Fire Force. Dort hatten wir nämlich Assaults Training bekommen, wo er, ich weiß nicht, in eine Bar reingegangen ist, okay? Oder in so eine Art Bar. Und ja, wie soll man es genau sagen? Und hinter ihm war da halt so ein Typ mit roten Haaren. Der saß da ganz normal und wegen seiner Tochter war er auch am Heulen, weil seine Tochter ihn immer schlecht macht, ihn beleidigt und nicht lieb hat. Und das war halt eine Referenz an Soul Eater, weil Makas Vater Spirit ja quasi auch diese Probleme da nachweist. Wir kennen das ja quasi. Die Soul Eater gesehen haben oder gelesen haben, wissen Bescheid. Natürlich hat es damit nicht viel zu bedeuten, aber es ist ja auch egal, okay? Wie gesagt, es gab schon halt paar Referenzen und vor allem angefangen hat es ja tatsächlich, als dieser Mond so ein bisschen aufgetaucht ist, wo halt wirklich so dieser Moment aufgetaucht ist, so gedacht hat, okay, was ist jetzt hier eigentlich los? Dachte man wirklich tatsächlich, ist Fire Force jetzt wirklich eine Verbindung zu Soul Eater oder eine Fortsetzung in irgendeiner Art und Weise? Oder was geht da eigentlich ab? Das waren ja früher auch die Fragen und wir dachten, also ich kann ehrlich von meiner Situation immer sagen, ja, da gibt es vielleicht eine Verbindung, eine klitzekleine, weil der Mangaka ist ja gleich und so weiter, ist ja alles möglich, aber dass es ein Prequel ist, Junge, daran, nee, ganz ehrlich, daran hätte ich niemals gedacht, also wirklich, das macht es immer noch besser, ohne Witz. Aber jetzt gucken wir jetzt mal ein paar Charaktere mal an, so in der Situation, einfach weil es lustig ist, okay? Lisa und Vulkan, beide haben ja so diese gewisse rote Haaren, okay, so, und Lisa so diese wellenmäßigen Haaren, wir kennen das ja so ein bisschen, und es passt einfach, wirklich, es passt einfach, dass diese quasi verwandt sind mit Makas Vater, so in meinen Gedanken, okay, so meine gedankenmäßig, dass diese tatsächlich verwandt sind mit Makas Vater und war das irgendwie Sinn macht. Muss nicht, aber könnte. Es kann gut hinhauen. Kann sein. In Soul Eater haben wir immer wieder gehört, wie krass Makas Mutter ist, aber sie wurde auch niemals gezeigt, okay? Im finalen Kapitel von Fire Force zeigt man sie endlich. Einfach so aus dem Nichts für eine kleine kurze Seite. Dort war sie normal, mehr nicht. Und das war wirklich das erste Mal, dass wir sie mal gesehen haben. Aber safe könnte die Mutter ein Nachkomme von Haumea sein. Also auch Maka damit. Was auch passen könnte von,
ich sag mal vom Gesicht her aus. Und es gibt so viele Ähnlichkeiten mit gewissen Charakteren, auch Beispiel Inka, die for real verwandt sein müsste mit Kim. Ogun ist natürlich auch einer, der halt gewissermaßen Nachkomme dort hat. Kann man auch genau sagen. Zu gewissen Charakteren, wie zum Beispiel Arthur, da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wer der Nachkomme sein könnte, irgendwelchen passenden Charakter. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob es überhaupt jemals so etwas gab. Ist natürlich auch so eine Sache, weil das wurde nicht mal wirklich erwähnt, ob da irgendwie ein Nachkomme geben sollte. Wo ich mir aber auch nicht sicher bin, ist mit Blackstar, dass er vielleicht ein Nachkomme von Assault ist, kann aber auch von jemand anderes gewesen sein. In dem Beispiel Wrecker. Das könnte halt natürlich auch nochmal ganz groß passen, weiß man aber jetzt auch nicht so genau. Wenn man aber so den Vater von Blackstar ansieht, könnte das vielleicht so ein bisschen hinhauen, aber auch ein bisschen schwierig werden. Es gibt halt viele Ähnlichkeiten, aber man kann sich nie wirklich sicher sein. Aber schreibt mal eure Vermutung rein, wer von wem abstammen könnte. Das könnte wirklich lustig werden, ganz ehrlich. Schreibt mal rein so, eure Vermutung. Muss ja nichts Falsches sein, wenn es falsch ist, wir können es ja nicht wissen, okay? Grundsätzlich hatten wir auch Arthur gehabt, der ja immer dieser Ritter ist. Und sein Schwert Excalibur, Bro, der existiert tatsächlich. For real. Ich dachte immer, dass Okobo nur so einen Witz draus macht. Okay, ja, Excalibur, Solitaire, so eine Referenz. So eine kleine Referenz, mehr eigentlich nicht. Aber nachdem Arthur einen gewissen gigantischen Kampf hatte, so war das halt die Geburt von Excalibur. Bei Arthur selber hat das Schwert schon begonnen zu reden. Im vorletzten Kapitel sah man aber Arthur und Excalibur, den man aus Solitaire kennt. Der steht da. Und Arthur ist for real der Einzige, okay, der Einzige, der den kontrollieren kann. Und jetzt kommt es halt immer besser mit Excalibur. Wenn man halt Solitaire nochmal kennt und sich anschaut und dann nochmal versteht, was Excalibur da für Dinge macht und gesehen hat und gelebt hat, ey, das macht's immer besser. In Kapitel 89 von Solitaire hat Maka durch die Hilfe von Excalibur nach Kona gesucht. Dort sah man quasi gewisse Dinge. Halten wir feste, dass die Zeichnungen nicht gleich sind, wie im Fire Force, da der Mangaka sich auch zeichnerisch nach der Zeit ein bisschen sehr stark eigentlich, mega stark eigentlich, verbessert hat. Aber in einer Szene sah man eine Kirche, die schon ähnlich ist mit der 8. Kompanie. Ein bisschen verschrottet so halbwegs, keine Ahnung, aber es hat eine Ähnlichkeit, finde ich. Muss nicht, hat aber. Wichtig ist aber auch, dass Excalibur und Shinigami ebenfalls mal eine interessante Konversation hatten, als sich ein Kampf sehr stark zuspitzte. Und da meinte der Shinigami, dass er es sehr gut wäre, wenn Excalibur mitkämpfen würde. Aber Excalibur sagte hier, und ich zitiere, dass dasselbe für den ehemaligen Gott der Ordnung gilt. Ich denke mal, er meint damit Shinra, der mit seiner unglaublichen Fähigkeiten die Welt positiv verändert und auch gerettet hat. Schon krass, diese Gespräche mit denen. Also, diese zwei sind ja diejenigen, die am meisten Wissen von damals haben. Und es macht einfach umso mehr Spaß, Soul Eater immer wieder weiter zu lesen oder nochmal rumzugucken oder zu recherchieren, was da gesagt worden ist, wo man jetzt vielleicht mal ein bisschen mehr Ahnung hat, was gemeint ist. Ey, es macht unnormal Spaß. Ich feiere das gerade richtig ab eigentlich. Natürlich sind das nur Spekulationen, ob das wirklich damit zu tun hat, aber es passt. Es passte jetzt einfach umso mehr rein, weil wir jetzt mehr Ahnung haben, was davor war. In Soul Eater kennt man ja beispielsweise auch die Soul-Resonanz und viel muss man jetzt auch nicht drüber reden, aber Bro, im Kampf gegen Haumea konnte Shinra eine Soul-Resonanz durchführen. Dort hat er eine so unglaubliche kranke Form erlangt, also unnormal kranke Form. Damit war auf jeden Fall Shinra der erste Charakter, der die Soul-Resonanz tatsächlich durchführte. Bis heute immer noch Mega-Moment. Solche Sachen wie das Shinra-Beispiel auch die bekannte Sonne aus Solitaire tatsächlich erschaffen hat. Wow. Zum Ende des finalen Arcs von Fire Force konnte man sogar auch nochmal den Shinigami sehen, der halt jeden Charakter, dort, so viel ich jetzt noch mal verstanden habe, die Kräfte genommen hat. Er meinte, wenn was ist, sollte man die Nummer 42 42 564 wählen. Solitaire-Fans kennen diese Nummer. Wenn man sich den Anfang von Solitaire zum Beispiel auch nochmal gibt, im Anime, ist es ja gut immer dargestellt worden, kriegt man etwas erklärt, wie und warum der Shinigami diese Schule errichtet hat und man sieht dort halt ein Wesen mit drei Augen, das wahrscheinlich Haumea darstellen sollte, beziehungsweise diese Verzweiflung, die Shinra zum Ende weggetreten hat, als der Kampf gegen Haumea ihr Höhepunkt hatte. So sah es quasi ähnlich aus. Und die Darstellung von Shinigamis Kopf ist jetzt auch nicht ganz anders. Also so, ne? Ihr versteht, was ich im Großen und Ganzen meine. Es ist ganz cool gewesen. Natürlich sollten wir halbwegs sagen, dass das Ende mit Solitaire jetzt gerade eine ganz andere Geschichte ist, aber das hier passt einfach unnormal rein, was ja die Geschichte erzählt worden ist, wie das alles aufgebaut worden ist. So ein bisschen anders gemacht, aber Bro, so ist das auch immer. Feier ich. Aber jetzt wird es halt cooler. Natürlich rede ich nicht viel über das Ende von Fire Force, da ich ja nur die Seite von Fire Force und Solitaire
da zeigen will, was die halt so ähnlich sind, warum dies halt das eine so ein Prequel ist und so weiter und so fort. Einfach nur kurz mal über das Ende sprechen so und naja, das Ende hat ja komisch angefangen, aber es hat so sein gewisses Etwas. So wie ich es verstanden habe, meint Inka, sie will mit Shinra zusammenkommen. Also jetzt keine Beziehung, sondern sie will einfach die Samen von den Helden, der die Welt gerettet hat. So kein Scheiß. Sie wollte ein Kind von Shinra, aber sie will nicht mit ihm zusammenkommen. Und Shinra selber wollte ja auch nicht mit ihr zusammenkommen, weil er meinte, er hat Iris. Also kann man vielleicht so in der Situation festhalten, dass er vielleicht mit Iris zusammenkam. Das können wir aber nicht genau wissen. Es wurde nie gesagt. Niemals. Aber ich kann auch nicht sagen, ob Shinra jemals ihr den Samen gegeben hat. Das weiß ich natürlich auch nicht. Aber nachdem ein Timeskip von 25 Jahren kam, so sah man Shinra im Alter von 42 Jahren. Und safe, der Junge hat in diesen 25 Jahren was erreicht. Shinra ist nun Captain seiner Kompanie, beziehungsweise, also ich denke, er hat diese von Obi übernommen. Aber es ist cool. Nachdem ja halt diese Kräfte weggekommen sind, müssen die ja nicht mehr diese Fire Force Company sein. Und dann wurde etwas Neues gegründet. So eine Art Bürgerwehr. Versteht ihr, was ich meine? So, jede Abteilung bleibt gleich, hat halt nur eine andere Kampfvorrichtung. Der eine benutzt jetzt Schwerter und so weiter und so fort. Solche Situationen, Beispiel. Könnte aber auch so eine coole Sache werden, wenn man so eine Serie draus macht. Aber wer weiß ja schon. Nein. Das ist bestimmt so ein bisschen übertrieben. Dennoch lustig ist erstmal, dass man halt gesagt hat, dass Shinra ein Kind hat. Also, da war so ein Mitarbeiter von ihnen, der meinte, ihr Kind wurde angenommen. Wie man das jetzt verstehen sollte, keine Ahnung. Aber ich sag mal so, nachdem man halt den 42-jährigen Arthur und Inka gesehen hat, so hielt Shinra noch seine letzte Sprache und es ging quasi weiter zu Shinigami-sama aus der Soul Eater-Welt. Und man sagt, weiter in der Zukunft. Wir haben in dem letzten Kapitel auf jeden Fall gar nicht mitbekommen, wer ist Shinras Kind. Das sind halt eben so die Sachen, die ja Tsuchiya Kobo immer wieder macht. Also wir haben Fragen und wir kriegen die Antwort wahrscheinlich gar nicht. Das ist halt eben so. Ihr müsst halt einfach eure Fantasie einstellen. Wer ist Shinras Kind? Ist es vielleicht dann doch der Shinigami selber? Ist es dann doch vielleicht jemand anders? Wer ist natürlich jetzt mit Shinra zusammen? Wer hat Shinra wahrscheinlich geheiratet? Mit wem hat Shinra ein Kind gezeugt? Solche Fragen, ne? Solche Fragen sind halt beispielsweise wichtig, aber wir werden es nie erfahren, ne? Wir werden halt wirklich niemals es erfahren. Ich meine, im letzten Kapitel haben wir ja nicht mal erfahren, was mit Tamaki oder sonst irgendwie mit Maki los war. Wir wissen ehrlich gesagt gar nichts zu diesem Kapitel. Vielleicht kriegen wir in Zukunft irgendetwas anderes noch dazu, aber diese Wahrscheinlichkeit würde ich jetzt auch so im großen Ganzen. Aber jetzt kommen wir halt wirklich mal zum großen Ende. Wir wissen ja, dass Shinigami das Kind irgendwie erschaffen hat. Er meinte nämlich, er möchte ein Kind, das die Ähnlichkeit von demjenigen hat, der einmal die Welt rettete. Und da meinte er Shinra. Also kann man irgendwie verstehen und meinen, dass Shinra und Death the Kid eine Ähnlichkeit jetzt haben. So, dass Shinra quasi das Modell von Death the Kid ist, finde ich eigentlich ganz cool. Also, der Shinigami dachte sich so, ey, jetzt kommt noch ein Kind, den ich erschaffe auf dieser Welt. Und er möchte eine Ähnlichkeit machen, die halt Shinra ähnelt. Da haben wir Death the Kid. Kein Scheiß. Aber wie gesagt, es ist cool. Man sah am Ende noch Death the Kid. Okay, von hinten ebenfalls. Als Kind, so im Großen und Ganzen, Black Star als Kind, Soul als Kind und Maka als Kind. Nur Tsubaki hat man leider nicht gesehen, was echt schade ist. Und endlich hat man aber dennoch auch die Mutter von Maka gesehen. Jetzt ehrlich, das ist wichtig. Bro, wirklich, so eine krasse Frau. Sie wurde immer als so krass bezeichnet im Manga von Soul Eater, aber nie gezeigt. Also wirklich, nicht mal zum Ende. Ich habe mich ein bisschen verarscht gefühlt. Aber einfach so Manga, so einfach so stumm darzulegen und dann checkst du erst später, dass sie da sitzt, Bro. Das ist so unfair und gemein, Alter. Aber ist cool, ist wirklich cool gemacht. Ja. Und das war quasi dann alles. Wie gesagt, dieses Video diente halt nur dazu zu verstehen, dass Fire Force das Prequel zu Soul Eater ist. Mehr nicht. Video Nummer 2 kommt auf jeden Fall Laufe des Monats oder sonst irgendwie rein, keine Ahnung. Aber schreibt mal rein, wie ihr das findet. Wie Okobo Fire Force beendet hat. Also, dass er es zu einem Prequel zu Soul Eater machte. Würde mich mal auf jeden Fall sehr interessieren. Man kann es ja auch so sehen. Also, aktuell lese ich ja nur noch Positives, was ja auch ziemlich cool ist. Ist ja auch wirklich cool gemacht, weil du damit ja nicht rechnest, ne? Soul Eater wurde in einem anderen Magazin veröffentlicht, also bei Square Enix. Und das hier bei Kodansha. Dass es möglich ist, hätte ich auch nicht gedacht. Aber im einen kann man sagen, 7 Jahre ging Fire Force in der Produktion und es war einfach unglaublich. Es war wirklich, wirklich unglaublich. Wie gesagt, es gibt viele Fragen, die noch offen sind, aber da kann man halt nur noch sagen, scheiß drauf, müssen wir mit leben, akzeptieren wir. Vielleicht gibt es irgendwann eine Offenbarung, keine Ahnung, aber Leute, es war einfach eine coole, coole Serie mit einem sehr geilen Ende. Das kann ich hier tatsächlich sagen. Zudem würde ich ja natürlich sagen, Leute, wenn euch doch dieses Video gefallen hat, dann würde es mich hier natürlich immer sehr freuen, wenn du dies mit einem Daumen nach oben bewerten würdest. Hier rechts habe ich nochmal 2 Videos für dich und hier links kannst du mal gerne ein Abo dalassen.